Und schön, dass ihr am Start seid. Heute war von mir zu Hause das Intro. Ich bin gerade schön am Trainieren. Ich mache gerade schön Rückentraining und habe gerade überlegt, direkt danach hier zu Hause noch essen. Nein, ich gehe direkt auf meine Tour. Balkan Food Tour. Ihr habt es vorgeschlagen. Finde ich geil, habe ich Bock drauf. Ich weiß schon, wo es hingeht. Hier um die Ecke nach Harburg. Da gibt es köstliche Cevapcici. Da werden wir als erstes hin. Wir werden noch zum Kroaten. Es wird geil. Denkt an euren Gutschein, den ihr zu bekommen habt. Holle, was habe ich für Scheiße? Denkt an den 50-Euro-Gutschein. Einfach random in einen Kopf. Was sage ich? Holle. 50 Euro für irgendjemanden random. Kommentar reinschreiben. Und Leute, die Mission muss weitergehen. Den Daumen. Ihr vergesst manchmal den Daumen, der muss glühen. Jetzt fahren wir los, Mann. Wir fahren los und werden uns Cevapcici gönnen. Denkt daran, ich werde wieder random Fresstouren starten, wo ich einfach mal stumpf. Wo ist denn die Belichtung? Ich gehe duschen jetzt erstmal. Eierrasieren. Nein, nein, Spaß. Ich gebe wieder random eure Kommentare einfach mal wieder ein, zwei Folgen, wo ich einfach nur eure Empfehlung teste. Bam, mehr nicht. Und das werde ich jetzt demnächst machen. Deshalb schreibt mir auch eure Empfehlung für eure Städte rein. Egal was. Jetzt geht's los. Wurde in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, ne? Dass ich euch hätte vorwarnen sollen, dass ich jetzt auf 4K filme hinsichtlich der Hochauflösung meines Gesichts. Da muss ich mich für entschuldigen. Jetzt sind wir dabei, 4K, ich hoffe, es schmeckt euch. Ja, jetzt gibt es Burek und Cevapcici. Burek, kein Plan, was es ist, aber das werden wir gleich erfahren. So heißt der Laden halt. Ja. Wir sind am Start. Den ganzen Tag pissen, Alter. Ich weiß nicht warum, Mann. Meine Blase wie vom Schulmädchen, vom Schuljungen. Oh Mann. Ich habe einparken gelernt. Guckt euch, da bin ich reingekommen. Leon, der Profi. Schön, schön, Alter. Moin, Herren. Guten Tag. Dann bestelle ich Burek und Cevapcici, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was Burek ist, ehrlich gesagt. Ah, steht da sogar, ich Idiot. Guck mal da, Leute. Ja, was du. Kannst du hier essen oder dazu mitnehmen? Ich gebe euch gerne die Information natürlich mit. Manchmal verplane ich das auch halal. Sieht schon mal geil aus, Mann. Das sieht schon mal sehr geil aus. Ich gehe mal in diese Richtung. Belichtung besser. Ich liebe so Essen. Köstlich Henko. Mm. Hier ist natürlich mit Vielfalt gearbeitet. Richtig schön lieblich. Schöner Rindercharakter vom Fleisch. Ein köstlicher Blätterteig. Schön kross, on point. Dunkle Bräunung mit Liebe gemacht. Ich sag mal so, wenn man beim 0815 Dönermann um die Ecke essen geht, hat man ja auch Ähnliches, sage ich mal. Aber ist meistens Müll. Richtig geil. Richtig geil. Jetzt hauen wir mal die Cevapcici. Wir sehen, das fällt auseinander. Ist auch schön kross hier angemacht. Merkt man, das knuspert richtig im Mund. Da hier vor Ewigkeiten mal essen, da hatte ich noch einen Dip dazu. Das hätte ich mir dazu noch gewünscht, wäre auch geil gewesen. Zur Bewertung vom Gericht. Ihr müsst das Gericht als Gesamtheit sehen. Cevapcici drin, ein Salat, dieses Brot, Butterzart erinnert so ein bisschen an Pfannkuchen. Das Cevapcici da drin, ein bisschen Soße hätte mir vielleicht noch gefehlt, aber trotzdem mega lecker. Und auch das Burek, wirklich geil. Burek hätte ich für sich eine 8,7 gegeben, fand ich richtig, richtig mega. Und dem anderen Gericht eine 8, weil tatsächlich Schwachpunkt für mich die Cevapcici. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Pfiff gewünscht. Wenn ihr nur die essen würdet, würdet ihr sagen wahrscheinlich Holle O. Aber als Gesamtheit das Gericht mega. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. So, wir sind beim guten Tunisic angekommen. Die Bauchtasche wird jetzt umgeschnallt. Wir können einfach nur hoffen, dass wir hier filmen dürfen. Denn ich sag euch eins, ich habe noch nicht nachgefragt. Aber wie immer, das verspreche ich euch, wird es eine Lösung geben. Wir werden schön kroatisch jetzt speisen. Wenn ich eins im Blut habe, das sage ich euch so, Menschenkenntnis, Umgang mit Menschen, Menschen lesen. Ich kann die Aura spüren von den Jungs drin. Ich lasse die Kamera im Auto, hier gehe ich ohne Kamera rein und gleich, ich schwöre, ich habe noch nicht angerufen oder so gefragt, ich mache hier keine Show, ob ich da filmen kann oder sonst was. Ihr kriegt auf jeden Fall Essen zu sehen, ich weiß ganz genau. So, und jetzt kommt die Kamera kurz ins Auto, besser ist das. Leute, ohne jetzt den Mund zu weit aufzureißen, ne? Aber es gibt die Menschen, die sind mit dem Mund groß, die reden viel und dann gibt es Leute, die Taten folgen lassen. Seht ihr? Ich darf hier rein. Puh.
Pass auf, Leute, wir sind jetzt beim besten Kroaten in Hamburg. Zumindest bei Google ist es die beste Bewertung. Wir haben hier die Nummer 1 und den Chef haben wir hier am Start. Und Koch. Und Koch. Ach, du kochst auch trotzdem? Ja. Das heißt, da geht besonders viel lieber rein, wenn der Chef hinten in der Küche steht, dann muss das alles on point sein. Ah. Hallo. Was vorbereitet, sehe ich schon. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Morgens wird alles vorbereitet hier. Das ist alles frisch. Alles heute schon gemacht. Nur erste Klasse. Was ist denn typisch kroatisch? Cevapcici. Cevapcici. Die nehme ich dazu, weil ich habe eben schon einen anderen Imbiss aber gegessen. Balkan Street Food waren aber Bosnien. Was ist denn noch typisch kroatisch? Leskavica mit Schafskäse gefühlt. Ja, und ich nehme noch irgendwas anderes, brauche ich auch noch. Oh, die leckeren Soßen hier, die sehen auch gut aus, Chef. Du verwöhnst mich heute, oder? Das ist unser Fleisch. Gemüse und Fleisch muss man trennen. Warum? Weil die Temperatur ist anders bei Fleisch und bei Gemüse ist anders. Ah, okay. Ganz professionell läuft das hier ab. Da muss so der Geschmack noch stimmen, ne Chef? Kannst du weitermachen. Sehr schön, danke schön. Dann ich gucke noch mal in die Karte rein, vielleicht bestelle ich noch was anderes. Alles on point so, ne? Der Chef ist mit Liebe dabei, das ist mal schön zu sehen schon mal. Nur dann kann das Essen stimmen. Also das Cevapcici-Battle gefällt mir schon mal. Vielleicht beim dritten Laden holen wir auch noch welche. Bosnien hatten wir, dann Kroatien und da wird noch irgendwas anderes kommen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Ich werde einfach den Mixteller nehmen, weil da ist alles drauf. Und vielleicht als Vorspeise würde ich noch... Oh, das ist schwer. Ich hatte hier Honigziegenkäse. Das ist unser Spezialkäse. Ungefähr seit 2 Monaten ist wieder in unsere Speisekarte reingekommen. Okay, cool, cool. Dann nehme ich das. Das wird schwer, Leute. Wenn die Leute mal so überzeugt sind und so nett auch noch, hoffe ich umso mehr, dass es schmeckt. Wenn nicht, ist scheiße, aber der Kanal ist da, um die Wahrheit zu sagen. Jetzt kriege ich erstmal Ziegenkäse, den probiere ich mal kurz. Und den bringt mir jetzt der Chef persönlich an den Tisch. Den werden wir jetzt erstmal probieren. So, danke dir. Vielen Dank. Prächtig, Leute. Prächtig. Werde ich mir mal erstmal ein, zwei Happen gönnen jetzt. Sind das etwa Feigen, lieber Tunisic? Habe ich noch nie so eingelegt gegessen. Schön karamellisiert, Honig, Ziegenkäse, Endgegner. Noch ein paar Pinienkerne mit dabei. Sehr lecker. Fühle ich, wenn jetzt jemand sagt, mag kein Ziegenkäse, aber kommt mir nicht so, nicht auf diese Weise. Mmh. Das ist so schön cremig von innen. Wundert euch nicht über die ganzen glatten Zahlen, aber es ist trotzdem eine glatte 8. Das ist einfach eine 8. Die ganze 8 ist eine 8. Da brauchen wir auch nicht groß dran rum. Jodeln. Ja, 8 ist eine 8. Jetzt kommt der, wie heißt er? Der Shopstar, ne? Ich zeige euch, wie der gemacht wird. Und nächste Vorspeise. Wir gehen weiter mit unserer Spezialität auf Kroatien, Schopska-Salat. Dank dir, Mann. Dank dir. Du bist echt übertrieben sympathisch, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal. Knoblauchbrot, kritisches Pflaster. Brot, Knoblauch drauf, lecker. Wird sich niemand beschweren. Fazit zum Schopska-Salat. Salat für mich alles, was er braucht. Beim Griechen kriegst du meistens, und das mag ich nicht, dieses klassische Metro-Dressing. Zack, rauf, schmeckt bei jedem gleich. Lieber Basic, Essig, Öl, mehr braucht ein Salat nicht. Käse mag ich auch gerne, Oliven, Peperoni, leckerer Salat. Wir kommen zur Hauptspeise. So, Chef, wir sind bereit. Wie heißt nochmal der kroatische Ausdruck für die Frikadelle? Pljeskavica. Pljeskavica. Mm. Ich habe auch einen Freund, der ist Kroate, ne? Der hat es halt geschafft. Ein Automatikauto hat er abgewürgt. Grüße an Marco. Ist das Rind, ist das Schwein oder wie ist das bei Cevapcici? Nur Rind? Ja. Kalt? Ja. Kalbreste und Puten. Oha, gewagt. Beim einen war eben nur Rind, wo wir waren. Das ist keine Cevapcici. Oh, das ist eine Ansage an die Bosnier hier vorne. Ne? Das ist keine Cevapcici, sagt er. Ich werde mein Urteil geben. Rind wird trocken und verbrannt. Ja. Ist alles zusammen, dann keine Chance. Ah, ein Fuchs.
Und dann mit Soße, hier haben wir eine Knoblauchsoße mit Schnittlauch in Olivenöl. Dann haben wir unsere Tzatziki, hier haben wir die scharfe Soße, unsere Jewish-Reis, das ist ein Tomatenreis mit Gemüse. Pommes, Cevapcici, argentinische Rumpsteak, Putensteak. Und dann hier haben wir Schweinerückensteak. Da werde ich mir das mal zu Gemüte führen. Genau, danke. Das hast du verdient. Ah, vielen Dank. Guten Appetit. Ja, danke schön. Wie man in Kroatien sagt, Dobatek. Genau. Ah, Dobatek. Dieser Geruch von dem Pommes hier mit drauf, dann zusammen mit dem Fleisch, da lässt sich gleich Wasser im Mund zusammen zu laufen. Das ist erstmal Cevapcici, da bin ich am absolut gespanntesten. Also vom Grundding, wenn ich die Cevapcici vergleiche mit dem anderen Laden, ist das hier eine andere Liga. Das Ding hat viel mehr Herz als im anderen Laden vor, muss ich einfach sagen. So leicht bissfest, wisst ihr? Eine ganz besondere Textur. Geschmacklich, vom Charakter, von der Würzung. Stoß war ein Problem. Man kann es nicht zu 100% rausschmecken, weil leider ein bisschen zu viel Salz drin ist. War der Koch ein bisschen verliebt. Bewertung kriegt ihr am Ende vom Essen hier. Und ich sag euch, wer besser abschneidet. Nur mit ein bisschen Zwiebeln drin. Das ist dieser Name, den ich nicht aussprechen konnte. Das ist mega, Leute. Zwiebeln auch noch schön bissfest da drin. Nicht so zerkocht. Oh, das ist ein geiles Gewürz drin. Mega. Das kriegt von mir eine 8,7. Wie oft hat man was gegessen, was hackt? Frikadellen ähnlich. Adana bzw. Köfte. Und das hier ist noch was anderes. Gefällt mir sehr gut. Wir haben das schöne Knoblauchöl. Oh, oh, das tropft hier auf. Das ist Weltklasse. Und schön mit diesem Öl, diesem Knoblauch da drin. Was ganz anderes. Ein Rumpsteak. Für mich dafür wieder absolut Standard. Vermute, muss ich wirklich sagen, wenn da nicht zu viel Salz dran gewesen wäre, am Cevapcici, genauso Weltklasse wie das andere. Ah, ärgerlich. Gute, mit dem kroatischen Gewürz oben drauf. Dann haben wir das Schwein nochmal. Also um zusammenzufassen, bisher war ich noch nie kroatisch essen und ich finde, meine griechischen Erlebnisse kommen denen schon recht nah. Ich muss allerdings eingestehen, das, was ich nicht aussprechen kann, absolut umgehauen. Ich denke, Cevapcici wäre genauso gewesen. Die anderen Sachen sind aber für mich Durchschnitt so. Dem hier habe ich eine Bewertung gegeben, das andere würde ich durchschnittlich einfach mit einer 5 bewerten. Das ist einfach Durchschnitt. Von dem Cevapcici eben genau das gleiche, weil es zu viel Salz war und dem anderen Kollegen hätte ich das gleiche gegeben. Das ist ein Unentschieden, da kann man nicht sagen, dass eine besser oder schlechter. Aber macht nichts. Hier kommt man auf seine Kosten. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Man muss eine Sache noch fairerweise sagen, ne? Wer diese Hackgeschichten mag, muss hier probieren. Diese Sachen wie das Putensteak, das Schweinesteak, das ist so, da muss man auch fair sein, was ich mir so privat eigentlich auch nicht bestelle, wo ich nicht ganz so die Leidenschaft für habe. Und dann bewertet man das natürlich nicht so gut wie Sachen, die man sich so einfach auch privat bestellen würde. Ich denke, wer beim Griechen essen geht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Gerade so Sachen auch wie das, was ich nicht aussprechen kann. Absoluter Hammer. Selten sowas Geiles gegessen. Das wollte ich damit nur sagen. Und jetzt geht's weiter zum letzten Spot. Cevapcici eventuell nochmal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mal gucken, was da uns noch erwartet. Was? 29 Minuten? Ja, ich brauche von zu Hause her 29 Minuten. Letzte Station, Leute. Alter, was ist denn hier los, Mann? Naja, Cevapcici und Burger. Mann, das zwingt mich schon beinahe wieder, einen Burger zu essen, Mann. Station Nummer 3 und rein optisch, anders hätte es nicht sein können. Von der Optik komplett anders, auch schon im Rohzustand, wenn man das vergleicht mit dem Kroaten. Anderes Fleisch anscheinend, andere Zusammensetzung. Auch das Pleska Vizka. Ja, ganz dünn, habt ihr gesehen, hat er noch zerdrückt. Jetzt geht's hier nochmal los eben. So eine Paprikasoße, ich weiß nicht, ob es das ist. Könnte es sein, so eine leicht Bitternote. Frischkäse-Style, war ein bisschen anders, die andere Soße. Kann ich aber nicht genau deuten, was es jetzt genau ist. Cevapcici. Schön knusprig von außen, Cevapcici. Was sich bei allen so wie ein Faden durchzieht, dass die Cevapcici irgendwie richtig hart Gewürze, 20 Gewürze rein, zack, in der Richtung auftrumpfen. Aber das hier von mir, von allen dreien, Real Talk, der Favorite.
Und du hast endlich mal richtig knackig kross angegrillt von außen. Seht ihr, wie kross das ist? Ich muss sagen, ich habe nicht wenig heute gegessen, aber habe noch gut Hunger gehabt, ne? Nicht falsch verstehen. Ich lasse auch immer einen Moment Pause zwischen den Essen. Aber das schreit einfach nach mehr. Du beißt da rein und du möchtest mehr haben. Also ich habe viel heute über dieses Balkan-Essen, nenne ich es mal, gelernt. Zum einen, dass ich einen völlig falschen Eindruck hatte von den Gewürzen, die verwendet werden, von dem Stil, der gefahren wird in diesem Essen. Noch ein Tipp von mir für euch, die das vielleicht auch nicht kennen. Das Brot jetzt auch noch mit den Cevapcici, den Zwiebeln, den Soßen, das steht da nicht umsonst, sondern muss kombiniert werden. Typisch Balkan, Leute, sieht aus wie Cola. Viele Kräuter drin, also Kräuterlimonade könnte man vielleicht sagen. Sehr interessantes Feeling. Kann ich auch nicht beschreiben, wonach das schmeckt. So eine Kräuterlimonade. Und das hier ist mazedonisch, auch Nationalgetränk kann man sagen, ne? Auf Birnenbasis. Also die zwei Dinger sage ich euch, so zum Essen absolut geil. Sogar noch erfrischend, obwohl es sehr süß ist. Bock mich. So, Bewertung gleich draußen. So, für euch ganz kurz zusammengefasst. Das war Eiwar. Tomate, Aubergine, Paprika. Das andere war Frischkäse, kann man auch Schmand sagen. Lag ich auch nicht falsch. Ich habe eins heute gelernt, das finde ich sehr interessant. Dieser Balkan-Food. So, ist wirklich tatsächlich so, dass die mit Gewürzen recht schmal sind. So weiter es halt in Osten hingeht, desto mehr gedeihen die Gewürze. Und da wird dann auch mehr gewürzt. Bei denen ist halt mit den Gewürzen nicht so stark. Ich fühle diese Küche, ich finde das geil. Man muss da Bock drauf haben und muss darauf eingestellt sein und sich einfach fallen lassen. So, und dann bockt das. Ich bewerte jetzt einfach mal das gesamte Gericht, würde ich einfach zusammen jetzt eine 8-3 geben. Cevapcici im Brot würde ich jetzt einfach mal eine 8-3 geben. Das Cevapcici so eine 8-5 sogar. Mega Essen, hat mir sehr gefallen, kann ich euch sehr ans Herz legen. War für mich eine sehr schmackhafte Foodtour, hat sehr Spaß gemacht. Hoffe, ihr bockt dieses Balkan-Food. Kann ich in allen Städten noch machen. Ganz Deutschland, wenn euch das bockt, haut das rein. Auch Tipps vielleicht in eurer Stadt, die Balkan-Spezialitäten. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen oben, Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.